zusammen. Herzlich willkommen. Und meine Damen und Herren, zwei sensationelle Themen gleich heute zu Beginn der Sendung. Zum einen hat heute der Prozess stattgefunden. Man darf nicht mehr behaupten, unser Kanzler färbt sich die Haare. Ja? Heute war der Prozess, wir haben das auch hier nie behauptet. Ja? Und die zweite wichtige Meldung, die CDU hat behauptet, Franz Müntefering ist ein Lügner. Ansonsten gute Besserung, Helmut Zerlett und Bent. Schon wieder super Gäste. Schon wieder sensationelle Gäste, meine Damen und Herren. Zum einen eine junge Kollegin, die das Politmagazin Panorama moderiert. Ja. In der ARD. Panorama ja im Wechsel mit Report, mit Monitor, mit, wie heißt das andere? Nicht konkret? Konkret gibt es nicht. Nicht konkret. Nee, wie heißt es denn? Monitor, Panorama. Kontraste. Kontraste. Das, Kontraste. Ja. Wie konkret war es nicht eine Zeitschrift? Ja. Ja, auch ja. Mit vielen nackten Weibern. Ja. Kontraste und konkret. Bitte um Entschuldigung, dass ich das verwechseln konnte. Was, wie heißt denn mein Lieblingspolitmagazin, wo immer dieser Fuchs rübergeht? Das Report. Das kommt immer aus verschiedenen Städten. Mal aus Mainz, mal aus München. Und kommt immer ein schlauer Fuchs, weil das schlaue Füchse sind. Und die Kollegin heute, meine Damen und Herren, ist noch keine 30 Jahre alt und moderiert bereits dieses knallharte Politmagazin. Das ist nicht so wie bei uns hier mit Fröhlichkeit und so weiter, sondern zack, 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 da wird recherchiert und dann bingo, Politiker, fangen an zu zittern. Heute Abend bei uns Anja Reschke. Und das sind noch Plattencover, meine Damen und Herren, oder? Mega cool. Heute Abend bei uns live mit der neuen CD Home and Dry. Und wie heißt das Album? Release. 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 Einfach wie Release. Release. Da steht aber hier nirgends drauf, oder? Ja, dann pack die doch mal aus. Aha, das ist ja Wahnsinn. Das ist doppelt und dreifach verpackt. Das kriege ich ja gar nicht raus, ohne, zum Rausziehen. Ohne das kaputt zu machen. So, und das ist aber jetzt auch nicht so leicht zu lesen, aber man kann es lesen. Das ist ja White Album. Yes. Man, Release. How classy. White, white, white. Und die Band heißt, live bei uns, Pet Shop Boys! Home and Dry and Release. Pet Shop Boys sind heute Morgen aus Hamburg hierher gekommen mit dem Auto. Und das sieht einfach so cool aus, wenn immer diese großen Stage Trucks draußen stehen, aus England. Schon das englische Autokennzeichen und so. Das ist für mich immer schon der Hauptgrund, die Sendung zu machen. Ja, wirklich. Sheryl Crow zum Beispiel, neulich hier gewesen, fährt noch nach der Show mit ihrer Band mit dem Bus nach Paris. Ja. Ja, irgendwelche deutschen Fuzzis, die nicht mal das Playback richtig rum abspielen können, ja, wollen einen Privatjet. Arsch! Geh doch ZDF Fernsehgarten. Gibt doch genügend, wo ihr machen könnt. Nicht bei uns, oder? Bei uns alles hier live. Nur live. Wir kommen zu unserer großen Wahlumfrage. Heute wieder mal knallvolles Haus hier. 252 Damen und Herren, 231 gültige Stimmen, 91,7% Wahlberechtigte. Welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? CDU, CSU 21,6%, SPD 32%, Grüne 14,7%, FDP 15,6%, PDS 16,0%. Was ist das denn? Was ist das denn heute für ein Ergebnis? Auffallend, SPD, eindeutig stärkste Partei. Ja. Ja, eigentlich schon lange nicht mehr über 30% gewesen. In der Tat. PDS 16% hatten wir auch noch nie. Doch, wir hatten vorgestern. Ja, als die Kommunisten aus Bochum da waren. Ja, ja. Freundschaft. Das wird der Monat der PDS. Es wird der Monat der PDS. Ich frage mich, ob das nicht das Jahr der PDS wird. Und ich habe schon gehört, Frau Reschke hat gesagt, sie glaubt nicht, dass unsere Umfrage repräsentativ ist. Doch, für unser Studiopublikum. Nein, nicht nur das, auch bundesweit. Der Trend, es wird sicher das eine oder andere Nanoprozentchen Abweichung geben, aber der Trend, Sie werden es erleben. Am wievielten September? 22. September. Sie werden es erleben, meine Damen und Herren. Die FDP wird die Wahl entscheiden. Und der ungefärbte Gerd, 32% an der Spitze,
und der 1,90 Meter große Gregor Gysi 16%. 16%. Grüne sind so erfolgreich. Warum? Weil sie eine vernünftige Politik machen. Ja. Ich habe neulich eine Pointe von einem alten Kabarettkollegen gelesen. Der hat gesagt, wenn es wieder einen deutschen Flugzeugträger geben wird, ja, werden die Grünen dafür sorgen, dass er Käthe Kollwitz heißt. Ein Traumergebnis. Und die FDP auf dem Weg nach unten. Ja, ja gut, immer noch toll. Leihstimmen für die PDS heute. Ja, das sind die traditionellen Wechselwähler aus München-Bogenhausen, aus Hamburg, Havestehude und so weiter, die enttäuscht von der FDP zur PDS gegangen sind. Um dort die Marktwirtschaft garantiert zu sehen. So, haben wir heute Krankheitsfälle? Isabel ist krank, gute Besserung von hier. Gute Besserung für Isabel. Isabel ist krank, meine Damen und Herren. Und außerdem ganz wichtig heute die Neue Deutsche Welle. Ja, klar. Das ist das große Thema heute bei uns in der Sendung. 20 Jahre deutsche, Neue Deutsche Welle. Ein Thema, das mich nie interessiert hat. Ja. Und das ist das Tolle, dass man sieht, es interessiert mich auch heute nicht, meine Damen und Herren. Aber alle im Team sind begeistert, denn das war die Zeit unserer Jugend. Die ihr für eure Jugend gehalten habt, ja. Und Neue Deutsche Welle, das kürzen wir ja ab, NDW. Jawohl. Ich fand es grässlich, ich fand es... Infantil? Nein, es war irgendwie so... Es ging mir am Arsch vorbei irgendwie. Diese ganze Musik, die Gruppen, diese Namen schon. Ständig von diesen Bands. Sag doch mal ein paar. Ja, ich will es nicht sagen, weil ich vereinzelt noch geschäftlich davon abhängig bin. Aber... Eine Band habe ich sogar mal angesagt. In meiner ersten großen Samstagabendshow, die ich moderiert habe, für den, weiß nicht, Süddeutschen Rundfunk. 50 Jahre deutscher Schlager. Gäste: Roy Black, Udo Lindenberg, Katharina Valente und Hubert K. Ah. Ja. Aus Reutlingen. Gibt es denn noch? Also, er erlebt es schon. Ja, das wurde aus der Neuen Deutschen Welle. Ja. Okay. So, Dienstreise, das ist ganz wichtig. Ralf Kabelka, Dr. Brömme. Ah, ja, Entschuldigung, ja. Und Marco Assistent Schula. Marco Martini. Dr. Martini. Und wir haben ein Foto von Ihnen in der Zeitung, und zwar in der Magdeburger Volksstimme. Eine Zeitung, auf die wir gerne mal hinweisen. Wir weisen immer nur auf die großen Überregionalen hin. Aber wir wollen auch verstärkt Regionalzeitungen in Zukunft vorstellen. Angefangen von der WAZ. Genau. Ja. Und heute ist es die Magdeburger Volksstimme, die Zeitung für Sachsen-Anhalt, gegründet 1890. Bitte, das ist eine Lebensdauer. Das sind jetzt 112 Jahre. Ja. Vergleich das mal mit der Neuen Deutschen Welle. Was ist los in Magdeburg? Großfeuer in Ottersleben gelöscht, Spitzenspiel im Grude, Ermordung von Saddam geplant. Naja, das ist wie überall. Und hier. Und schauen Sie, das ist der absolute... Schauen Sie sich das an. Ist das nicht sensationell? In der Hochschule Magdeburg-Stendal saß Gerhard Schröder auf einem Moped. Studenten arbeiten an Designentwürfen zu diesem Fahrzeug. Schauen Sie, das ist unser Kanzler. Auf diesem Moped. Ja, und schauen Sie, Dr. Brömme dahinter. Dr. Brömme. Und nicht wie woanders mit dem Computer reingetrickst. Nein, in der Magdeburger Volksstimme. Das sieht aber süß aus, oder? Ja. Das nächste, auf dem der Kanzler sitzt, ist dann, glaube ich, der Lifter Treppenlift. So. Wo benutzt man so ein Moped? Wo braucht man das? Das sieht irgendwie sehr merkwürdig aus, ne? In größeren Firmen, um von Werkshalle zu Werkshalle zu kommen. Richtig.
Ja, in unseren großen Konzernen. Und Dr. Bäumel, gefällt mir sehr gut, wie er da im Hintergrund steht. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Vielen geht es wie mir. Es war die aufregendste Zeit in Ihrem Leben damals, als es die neue Deutsche Welle gab. Nein, was haben wir nicht alle Stunden, Tage und Wochen lang diese Platten gehört, mitgesungen und sind im Schlafsack an die Kartenvorverkaufsstellen gegangen, um 4 Nächte vorher zu übernachten und zu sagen, ja, ich bekomme Karten für Hubert K. Und wie die großartigen Gruppen alle hießen, Grund genug für uns, zurückzuschauen. Hast du etwas Zeit für mich? Dann mache ich ein Jingle dicht. Über 20 Jahre NDW. Und hier kommt es, bitte seh. Das ist geil, 20 Jahre NDW. Wieso 40? Oder habe ich mich verhört? 20 Jahre. Hat er nicht 40 gesungen? Nein. 20. 20 Jahre NDW. Aber es war so intensiv, dass es mir wie 40 Jahre vorkommt. Hast du Gänsehaut, ja? Spider-Murphy-Gang, ja. Es war das, was man dann was sozusagen in den Comedy-Bereich reinführte. Deswegen fand ich es damals schon so toll. Spider-Murphy-Gang. Jetzt noch mal kurz für mich, was war jetzt genau das Tolle an der neuen Deutschen Welle? Also für jemand, der bis dahin Stones-Platten gekauft hatte oder Led Zeppelin oder Beatles, was war der Grund, warum sagte, weg mit diesem alten Zeugs, ich will Nena, ich will Hubert K., ich will Spider-Murphy-Gang, ich will Fräulein... Menke und... Fräulein Menke, Fräulein, sehr ganz gut. Toll, ganz toll. Mit ihrem großen Hit, welcher? Hohe Berge, na munter Berge. Ja. Ja, also, was war jetzt genau das Tolle an der neuen Deutschen Welle? Da das Revolutionäre, Musik, das, ja, bitte? Das Auflehnen gegen das Elternhaus? Nein. Nicht. Der politische Anspruch? Also das die Musik ist ja eine Entwicklung. Also du hast ja, darf ich jetzt mal? Also ja. Nee, fang du mal für mich nochmal. Also du hast ja schon die Rolling Stones erwähnt. Also nach dieser Schweinerock-Phase irgendwie der 70er kam ja der Punkrock. Das war auch richtig Rock'n'Roll gegen alles. Das war gegen das Establishment. Aber dann war Neue Deutsche Welle im Prinzip die Spaßversion dessen. Die Spaßversion, die des Spaßversion dessen. Neue Deutsche Welle war Spaßversion des Punk. Deswegen auch dieses große 80er-Jahre-Revival. Ja, unter anderem, genau. Ja. Es hat sich ja interessanterweise, in meiner Erinnerung hat sich das auch über Jahre hingezogen, aber es hat sich wirklich auf 1982 eigentlich beschränkt. Sollte man nicht glauben. Man hätte gedacht, etwas derartig Substanzielles und Tolles trägt länger. Aber nach einem Jahr war der ganze Müll zu Ende. Genau. Ich habe es so gehasst. Ich habe es auch nie angehört. Ja. Irgendwie so, ja, was weiß ich. Dann gab es noch diesen anderen da, Major Tom, wie hieß der denn? Tom Schilling. Hilfe. War der auch gut? Naja, das war schon grenzwertig. Völlig losgelöst. Was mir da schon auf den Sack ging, war dieses Schwäbisch, was ich immer durchgehört habe. Völlig losgelöst, wie das Raumschiff. Ja, wer war der Superstar der neuen deutschen Welle? Dass ich mir das nochmal aufschreibe. Es gab mehrere. Wir können mal ins Internet gehen. Da sind eigentlich alle relevanten Bands auch heute vor 20 Jahren im April drauf. 1982. Auf geht der Rasenschnell. Also zum Beispiel Spider-Murphy-Gang. Spider-Murphy, ja. Skandal im Sperrbezirk und draußen vor, und das war mir gut gefallen, dass der Sänger mir die Augen so aufgerissen hat, draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten, sich die Füße platt, Skandal. Was ist? Nix. Ich dachte, du wartest, dass die Bandnamen aufgerufen werden, nein? Oh, nö. Ich könnte noch ein paar sagen. Spider-Murphy-Gang, aber natürlich unser lieber Freund Helmut hatte damals schon eine große Zeit, vor 20 Jahren. Ja. Mit wem war das? Joachim Witt. Der ja hier bei uns war, oder? Joachim Witt war nicht bei uns. Ach nein, wer war das? Markus. Markus, ich will Spaß, ich gebe Gas, Markus. Ja. Ja. Nee, Joachim Witt war der Goldene Reiter. Und in welcher Sendung war das? Musikladen hieß es. Von Radio Bremen. Ja. Ich meine, das war wirklich eine Sendung einzigartig damals in der Art. Das gab's nicht. Ich habe noch so eine alte Bravo auftreiben können. Mein Freund vom Bauer Verlag hat mir da so ein paar Fotokopien geschickt. Von welchem Verlag? Bauer Verlag. Ach, vom Bauer Verlag. Ja. Die machen ja, Bravo. Bitte? Die machen ja Bravo. Die machen Bravo? Von 1982. Ja. April. Machen die auch Tageszeitung, der Bauer Verlag? Die könnten doch eigentlich auch bei uns einsteigen, der Bauer Verlag, oder?
Das wäre eine gute Idee. Die haben doch nur wirklich Kohle ohne Ende. Die können doch bei uns einsteigen. Was macht eigentlich der Bauer Verlag so für Zeitungen? Bravo? Bravo. Paula? Susi? TV? Playboy? Playboy. TV Movie? TV Today? Oh, da kann ich nicht auseinanderhalten. Also, TV Spielfilm ist Milchstraße. Ja. TV Today ist... Milchstraße, aber eigentlich Burda. Ja? Ja, ja. Es gibt unglaubliche Verflechtungen in diesem Verlagswesen. Ich glaube, zum Teil gehören die sogar inländischen Regierungschefs. Echt? Ja. Was war das mit der Bravo? Ja. Guck, da bin ich auch drin. Da. Mit diesem blauen Ding. Oh! Ich hab noch einen. Geil! Das ist aber geil! Guck, 20 noch, Jahre noch her. Noch die Zeit um die Woche drauf. Auch. Er erinnert viele an James Dean. Bezieht sich das auf dich? Ja. Jetzt mittlerweile, den Porsche hast du. Ja. Der Rest ist eine Sache des Gefühls. Ich fahre ja vorsichtig. Ja, ja. Bitte. Ja. Zeig das noch mal, da warst du 24. Helmut. Nee, 25 war er schon. 25? Ja. Ja, 25. April war ich gerade 25. Ja. 25. Wie alt warst du im April vor 20 Jahren? Ja, okay. Helmuts Freund aus dem Bauer Verlag schickt ihm eine alte Bravo. Ja. Ja, finde ich geil, dass Fritzenkötter die alle gesammelt hat. Aber noch besser, Helmut geht in seinen Keller. Ja, ich wollte aufräumen und da fand ich die dann zufällig. Ne? Das war gar nicht geplant. Und du hast doch noch eine Kassette gefunden. Ja, vom Musikladen damals. Auch aus der gleichen Zeit, auch 82. Meine Damen und Herren, das ist nun wirklich ein Dokument, das rankommt an die Qualität der ersten Sendung von Sat.1, die wir neulich gezeigt haben. Helmut Zerlett mit Joachim Witt vor 20 Jahren beim Musikladen von Radio Bremen. Helmut, du warst ja so ein richtig, richtig dünnes Kerlchen. Ja, bin ich eigentlich auch. Bist du eigentlich immer noch geblieben? Ja, das stimmt. Gut, weil wir alle sind 20 Jahre älter geworden, du auch. Ja. Wie alt warst du damals? 3? Vor 20 Jahren. Was heißt Herbergs Vater? Das Lied hieß Herbergs Vater. Ja, ja. Und Tritra Trullala, was war das? Das Lied hieß Tritra Trullata und der Refrain war aber, ich bin euer Herbergs Vater und sage. Das wurde dann 16 Mal wiederholt. Wie viel? 16 Mal. 16 Mal? Mhm. Ist da nicht die Gefahr, dass man sich verzählt? Das hat man so ein Gefühl nachher. So. Deswegen stand Herbergs Vater, damit, wenn man ins Plattengeschäft geht und nicht wusste und sagt, ich will Herbergs Vater, damit der wusste, auch bekannt unter Tritra Trullala. Aber damals war das ja nicht so mit Computer. Da waren ja die Platten irgendwie noch nach Künstlern geordnet oder nach Titeln. Ja. Alphabetisch. Heute, ich finde zum Beispiel gar keine Platten mehr im Plattengeschäft. Wieso denn? In den großen Konzernen. Teilweise habe ich jetzt festgestellt, sind die nach Plattenfirmen geordnet. Nee. Nein. Doch. Ach doch, es gibt so Spartenmusik, ja klar. Wenn du zum Beispiel so New Age Sachen oder ja, so. Wo ich natürlich großflächig reinkomme. Oder so Entspannungsmusik. Ja, Tritra Trullala, bekannt als Herbergs Vater. Das sind noch Namen. Ne? Obwohl Home and Dry finde ich aber auch. Obwohl gut. Man sagen muss, es ist eigentlich genau das, was heute wiederkommt. Rhythmisch. Er hätte heute eine Pudelmütze auf und hinten würden zwei Benzinfässer brennen. Das war auch schon lange her. Mit den zwei Benzinfässern ist lange her. Das ist lange her? Ja. Weil das hast du zum letzten Mal Fernsehen geguckt. Wenn ich eine Show im Fernsehen sehe, ich sehe nur Benzinfässer brennen. Nur, ich habe teilweise, glaube ich, es wird direkt von Esso übertragen. Wirklich wahr? Das ist doch früher Formel 1. Schau es dir an. Was für eine Sendung? Schau es bei uns hier an, wenn wir nicht dagegen vorgehen würden. Wenn wir nicht sagen würden, bleib uns mit dem Scheiß vom Hals! Das ist irgendwie, glaube ich, auf der Musikshow-Ausbildung erste Stunde, wie zünde ich ein Benzinfass an? Dagegen ist nichts zu sagen, aber nichts, wenn vorne Lärm gemacht wird. Ja? Welches Bier trinkst du heute? Passend, das ist doch sicher mit einem wahnsinnigen Bezug zur Neuen Deutschen Welle, oder nicht? Ja, absolut. Ja. Zu einer deiner Lieblingsbands. Also zu der Spider-Murphy-Gang, Hofbräu. Weil die aus München kommen? Nein, kommt doch in dem Lied vor. In München steht ein Hofbräuhaus. In doch München Freuden steht ein Hofbräuhaus. Doch Freudenhäuser müssen raus. Ja, das ist ja die Sozialkritik. Schönen Skandal im Sperrbezirk. Skandal.
Skandal um Rosi. Genau. Ich jetzt allerdings muss ich sagen, dass ich mal auch in einer Show mit das beide Murphy, das war glaube ich auch 50 Jahre deutsche Schlager, dann wurde morgens bezahlt im Hotel und dann fragte die Dame den Gitarristen des beide Murphy Gang, hatten Sie noch was aus der Minibar? Und er sagte, ja, alles. Die wusste teilweise gar nicht, was das kostet. Ja, irgendwie, was da so drin liegt in der Minibar. Es hat jetzt geklappt hier mit der Seite. Toll. Also ich sag dir mal, im April. Ah, hier. Im April vor 20 Jahren an der 1, Falco, der Kommissar, ganz großer. Da ist ja jetzt auch dieses tolle Musical. Ja, genau. Das Falco-Musical. Ja, ganz klar. Kann man, glaube ich, nur empfehlen. Ich konnte es leider noch nicht sehen. Ich wollte eigentlich in Elisabeth, wo Mario Adorf jetzt da war. Mario Adorf spielt auch beim Musical, habe ich in der WAZ gelesen. Ja, aber da ist ja nur seine Stimme zu hören. Ja, vom Band. Aber es muss fantastisch sein. Ich habe Elisabeth gesehen. Weißt du, wer Elisabeth so hasst? Marco Rima. Echt? Ja, Marco Rima hasst Elisabeth, dieses tolle Musical. Er hasst also nicht den Hauptdarsteller persönlich, aber die Art, wie er spielt. Das hat er mir mal vorgemacht im Café. Die Schatten werden länger. Es ist genauso, ich habe mich totgelacht. Ja. Ich habe es in Wien gesehen, es ist toll. Es zeigt, dass im K&K-Monarchie schon die Nazis ahnbar waren. Wusste ich nicht, wusste niemand vorher, aber in diesem Musical, wenn du rausgehst, so war's. Ja. Kaiser Franz. So. Jetzt. Dann an Nummer 2 ist bei der Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk, klar. Ja. An der 3 Kraftwerk, das Model. Kennst du bestimmt, oder? Nee, das sagt mir nichts. Nee? Nee. Ist ein Model und sie sieht... Ach so, das, ja. Ja. An der Nummer 9, Joachim Witt, Goldener Reiter mit klar. Helmut. Ja. Ja. Trio Da, natürlich, sagt ja noch was ganz, ganz groß. Das war natürlich ein Klassiker. Ja, ja. Das war ja nur wirklich großartig. Ja. Extra breit, hurra, hurra, die Schule brennt. Die war ein bisschen peinlich, extra breit. Aber auch nicht peinlicher als andere. Doch, oh, ja. Ja, wieso waren die peinlich? Ja, die kamen aus Hagen und... Beatles kommen aus Liverpool, wo ist der Unterschied? Ja, ja, letztendlich ist es auch kein Unterschied. Richtig. Die deutsche Minderwertigkeitskomplex. Deutsche Provinzstädte schlechter zu finden als englische. Liverpool, Manchester, Rom, Florenz, alles das Gleiche. Weiter. Gut, dann an 15 auch Spider-Murphy-Gang, Schickeria. Schick, 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 Schickeria. Ja, du bist ja ein NDW-Fan, du kennst ja alles. Ja, was heißt Fan? Ich kenn's, du konntest dir dem nicht entgehen damals. Richtig. Dann auch ganz, ganz groß. Auf 21 die Doros und die Marinas. Fred vom Jupiter. Nein, Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter, der Traum aller Frauen. Hast du das dann immer auf deiner Melodika gespielt? Ja. An der 27 mein absoluter Favorit, Grauzone Eisbär. Wie geht das? Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar, mit diesem Solo. Ich frage mich, ob sowas prägt, wenn man sowas... War das schon alles? Rheingold auf der 28 und der 38, die haben interessanterweise den ersten Titel überhaupt in den Charts. Der NDW, Dreiklang, Dimensionen. Das war eher so was Künstlerisches. Dreiklang, Dimensionen. Kennst du nicht mehr, gut. Ideal, Eiszeit, kann ich nie singen. Extra breit, Polizisten. Und das ist hier der Neueinstieg, April vor 20 Jahren, Hubert K. Das war auch ziemlich bekannt. Rosemarie. Genau. Und das ist die LP-Charts. Und dann kann man hier bei uns auf der... Wer ist da Platz 1 bei der Murphy Gang? Bei den LPs ist bei der Murphy Gang 1. Spliff, auch noch sehr bekannt. Ja. Yeah. Spliff. Haben wir noch was? Alles Nichts, auch eine sehr, sehr gute Band. Trio, Duff natürlich auch sehr, sehr gut. Das waren die mit Tanz den Adolf Hitler, Tanz den Mussolini. Aha. Mhm. Und Duff, alles ist gut? Ja. Da hat es Nina Ruge wahrscheinlich hier. Ob sie sagt, alles wird gut. Und Grauzone mit Grauzone, war das der Titel? Von der LP? Der Titel der LP, damals ja. War ja noch LP. Ja, die heißen ja immer noch, jetzt zeigt man her. Ja, und dann kann man sich das alles anhören. Willst du mal Rosemarie hören? Gerne. Gut. Wenn ich es nicht sehen muss? Nein. Ist nur zum Hören. Läuft schon? Hm?
Hört ihr was? Nee, ne? Nee. Ja, ich drück mal auf Play, das ist auch ein Schritt. Ja. Wiederkabel. Dauert jetzt was. Siehst du, das ist ja die Eieruhr. Ich liebe auch die Frauen. Nee. Schon das habe ich gehasst. Da hab ich was denn? Dieses Computergedöns. Das hat mich an so eine blöde Plastikorgel erinnert. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also das hörst, ich will ja nichts sagen, aber also, das, gleich hörst du das auch, ne? Ja, es war damals, aber es war ja nur kurz, leider. Es war ja nur 82. Genau. Man hat das Gefühl, es war viel länger. Ja. Was kam danach eigentlich musikalisch? Danach kam ja dann schon Nirvana. Das hat noch ein bisschen gedauert. Die einzigen, die es eigentlich in alle dieser Zeit gab, waren die Toten Hosen, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und immer gleich geklungen, gleich geblieben, kritisch, nachdenklich, tolle Texte. Ja. Oder waren die auch Neue Deutsche Welle? Nein, die waren nicht. Nein, nie. Das war ja Punk. Deutscher. Deutscher. Bitte? Bitte? Die waren auch in den gleichen Shows, wo ich aufgetreten bin mit Joachim Witt. Ja. Ja, natürlich. Das gehörte auch damals zur Neuen Deutschen Welle. Was haben die denn da gespielt? Na, ihre Lieder. Ach so. Aber die hatten halt, ja, die hatten diese karierten Hosen schon und so gefärbte Haare und so. Ja, und waren aber auch schon kritisch mit den Texten. Ja, das weiß ich nicht. Oder? Keine Ahnung. Doch schon. Habe ich nicht drauf gehört. Also die sind schon sehr nachdenklich. Helmut hat übrigens das Rätsel gelöst, es heißt Alfa Romeo. Nein. Was nein? Alfa Romeo. Alfa Romeo? Ja, mit Betonung auf E. Das Alfa Romeo. Wer die Italiener sagen, hat Romeo. Er wird das nächste Woche ausführlich erklären. Aber das ist nicht das Einzige, sondern auch Shakespeare muss neu bewertet werden. Denn zu sagen, Romeo und Julia ist falsch betont. Wie muss man sagen? Romeo. Romeo und Julia, stell dir das vor. Romeo und Julia. Ja, aber Shakespeare war doch kein Italiener. Aber das Stück spielt doch in Italien. Ja, aber der ist doch kein Naturalist. Er wollte doch für sein englisches Punkrock-Publikum. Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, Journalistin und seit einiger Zeit auch Moderatorin des ARD-Politmagazins Panorama. Herzlich willkommen, Anja Reschke. Seit wann sind Sie Moderatorin bei Panorama? Seit Juli letzten Jahres. Da hat sich ja doch einiges getan jetzt auch in der ARD. Ja? Also Sonja Mikisch bei Monitor, Sie bei Panorama. Früher war das ja so die Domäne der älteren Herren. Jetzt haben Sie gesehen, dass Fernsehen auch Optik ist. Ist das ein Grund? Nein. Mussten Sie sich auch gegen männliche Bewerber durchsetzen? Nee, wir hatten ja vorher schon eine Frau in Panorama. Und ja? Deswegen war eigentlich klar, dass wir jetzt auch wieder eine Frau haben wollen. Also, das war einfach, hat es der Intendant befohlen oder woher kommt das? Wer kann es entscheiden? Nein, das ist schon auch Entscheidung der Redaktion, von der ich ja auch Teil bin. Und ja. Irgendwie haben wir gesagt, ja, eigentlich passt das ganz gut. Und der Intendant hat dann gesagt, er fände eigentlich eine Frau auch wieder ganz schön. Also das heißt, die letzte Weisung kommt vom Intendanten, aber im Endeffekt ist es bei uns entschieden. Mussten Sie da eine Probemoderation machen? Ja, so ein Casting habe ich gemacht. Ja, was passiert da beim Casting? Also zum Beispiel beim Casting für eine Unterhaltungssendung sitzen irgendwie 6 Redakteure unten, ja, keiner traut sich was zu sagen und dann nimmt man irgendwie den, der die größte Geltube hat oder so, als Moderator, ja? Ist es da ähnlich? Nee, Gel hat keine Rolle gespielt. Wie ist es? Man muss einfach seine Texte schreiben und dann kommt es darauf an, wie man die präsentiert. Ja. Also die Texte muss man ja selber schreiben und dann kommt es so ein bisschen darauf an, wie man an ein Thema rangeht und wie man das eben rüberbringt. Rangeht, das heißt in der Moderation auf den Beitrag hin, ja? Ja. Ja, man kann das ja sehr moralisch machen. Das war ja lange auch sehr, das war lange sehr so, beliebt. Ja, genau. Das war, genau. Aber das ist ein bisschen vorbei, die Zeit, oder? Ja, das ist auch nicht so meine Rolle. Ich kann irgendwie als 29-Jährige ja nicht unserem 70-jährigen Publikum erklären, wie die Welt funktioniert. Kennt man bei der ARD dieses Altersgefälle? Ja. Ja, aber gucken Sie keine Leute Panorama doch, an? Ich hoffe schon. Ich meine, diese Magazine werden ja eigentlich gut gesehen. Ja? Das sind so mal 3 Millionen, mal 4 Millionen und so weiter. Das sind ja sehr viele Leute.
Nur in diesem Quotenwahnsinn wird immer so getan, als wären es nicht viele, aber... Nein, es sind viele Leute, aber natürlich ist unser Publikum tendenziell eher so ein bisschen älter. Ja. Also ich wundere mich immer so ein bisschen, weil wir haben, glaube ich, Durchschnittszuschauerzahl, Alter, weiß ich nicht, 59. Das heißt, wenn uns ein 30-Jähriger guckt, dann muss ja schon irgendwie so ein 90-Jähriger Ja, gut, sein. Aber es gibt beim ZDF gibt es Talkshows, da ist das Durchschnittsalter 64 und kein Mann. Ja, ja, da geht also, es richtig jung. Ja, das ist, mein Gott, aber warum nicht? Diese Leute haben ja ihr Leben lang hart gearbeitet und für die muss es ja auch was geben. Ja, na, das finde ich wirklich völlig okay. Machen Sie auch immer noch Beiträge oder machen Sie nur die Moderation? Also ich komme nicht mehr so viel dazu wie vorher, weil ich ja jetzt immer alle 3 Wochen ran muss. Aber im Moment zum Beispiel mache ich wieder einen. Also ich muss auch Filme machen. Ich kann nicht die ganze Zeit, ich kann nicht 3 Wochen lang Moderationen schreiben. Da werde ich ja... Das konnte nur Kurt Felix. Und dann konnte nichts mehr geändert werden. Ja, ab 4 Wochen vor der Generalprobe. Worüber haben Sie jetzt in den letzten Beitrag gemacht? Da bin ich gerade dabei. Über die 0190er-Nummern, aber nicht über die... An sich den Betrug, das ist ja nur schon rauf und runter gelaufen, sondern ja. Wir decken mal so dieses ganze Netz auf. Wer da so schön mit dran verdient und wer auch nichts drüber sagen möchte, aber schön unten die Hand aufhält. Aha, man kann aber pauschal sagen, dass die 0190er-Nummern Abzockernummern sind. Naja, nein, aber es gibt schon relativ viele Möglichkeiten, damit abzuzocken. Können Sie mal eine nennen? Eine Möglichkeit? Ja, würde mich interessieren jetzt als Abzocker. Naja, also die Sache, die ja sich so in der Grauzone bewegt, ist einfach, wenn man den Leuten suggeriert, man würde ihnen Informationen bieten, die sie eigentlich andersher viel leichter bekommen könnten. Also beispielsweise, man sagt, ich mache Werbung da und dafür und dann muss man anrufen bei dieser 090er-Nummer. Die beste Geschichte ist überhaupt die mit der Zulassungsstelle. Man möchte sein Auto zulassen. Man guckt nach im Branchentelefonbuch ja. Oder man ruft an bei der Auskunft und sagt, ja, wo ist die Zulassungsstelle? Und dann geben die einem eine Nummer, eine normale Ortsnummer, und die verweist einem weiter an eine 0190er-Nummer. Dann wird man da stundenlang durch irgendwelche Untermenüs Punkt 1 und 7 und weiß ich nicht was drücken. Ja. Das kostet natürlich alles und im Endeffekt ist es nicht das Straßenverkehrsamt, was man eigentlich haben wollte. Gegen die wird auch ermittelt. Aha. Aber das muss natürlich alles juristisch hieb- und stichfest sein, da kommt doch dann immer der Ja, das Hausjurist. Ist ja in dem Sinne kein Betrug, weil die ja natürlich vorher sagen, das kostet 1,86 Euro pro Minute. Ja. Das schon, nur man wird natürlich immer in dem Glauben gehalten, man würde jetzt wirklich auch irgendwann mal jemanden an die Leitung bekommen oder eine Information bekommen. Ja. Und das ist natürlich nicht so. Was man überhaupt nicht hört, Sie sind Münchnerin. Ja, ja. Ich bin so ein bisschen eingenordet worden. Und? Aber wenn ich jetzt länger in München bin, dann hört man es wieder. Ja, jetzt leben Sie in Hamburg. Mhm. Vermissen Sie München? Ja. Manchmal schon. Finden Sie, München ist besser als Hamburg? Oh, das ist so eine typische diese, so Städtevergleichfrage. Ich finde zum Beispiel nicht. Irre schwer. Ich finde zum Beispiel nicht. Also ich finde, es hat beides. Hamburg ist die noch schönere Stadt. München hat das bessere Umland. Hamburg ist sehr flach. Man sagt immer, München hat ein tolles Umland. Kennen Sie jemanden, der ins Umland fährt? Ja, ich fahre Ski. Wirklich? Ach, Sie fahren Ski? Ja. Gut? Ja. Na ja, ich fahre. Ja, naja, schon, wahrscheinlich. Sind Sie da aufgewachsen? Ich kenne immer Leute, die sagen, in München ist tolle, man ist in 3 Stunden in Italien. Sie fahren nie hin. Ja, das stimmt. Hier sind Sie auch in 2 Stunden mehr. Kein Mensch macht das. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, das machen viele, aber deswegen will man es ja nicht mehr. Was vermissen Sie denn an München konkret? Ich meine, also, in München Hamburg. München hat mehr Freizeitwert. Ja. Also wenn es zum Beispiel schönes Wetter ist, dann kann man in München an 1000 Orten. Ich war gerade neulich in München, als jetzt diese schöne Wetterperiode war. Da räumt halt jedes Café seine Tische auf die Straße und alle Leute halten sich draußen auf. Das ist in Hamburg nicht so? In Hamburg halten sich die Leute auch draußen auf, auch übrigens schon jetzt ohne Socken. Ja. Die Hamburger haben auch jetzt schon ihre Sandalenkollektionen an. Aber es hat nicht so, es gibt halt keine Biergärten und es gibt einfach nicht so viele draußen Cafés, beispielsweise jetzt mal. Tja. Und das Umland. Es ist halt nur flach da. Aber ich finde es schön. Ja. Die Berge können auch ein bisschen aufdringlich wirken. Ich finde, Berge tun sich so hervor. Sie können ja nichts dafür, dass sie Berge sind. Ich finde, sie sind beschützend. Finden Sie? Ja. Mir machen sie Angst. Also nicht immer. Nein, ich finde die Alpen eigentlich auch toll. Aber wenn ich am Meer bin, wäre ich lieber in den Alpen. Und wenn ich in den Alpen bin, dann gut. Mein Gefühl sagt mir, dass sie, glaube ich, noch eine große Zukunft bei der ARD vor sich haben, oder? Vielleicht mal Tagesthemen oder so, wenn Wickert aufhört. Dass dann 2 Frauen das moderieren. Ich finde, 2 Frauen sollten die Tagesthemen machen. Mich stören. Also ich finde Wicker toll, aber dann muss auch Schluss sein mit Männern bei den Tagesthemen. Dann nur noch Frauen. Ja. Und wenn Plogma aufhört, auch eine Intendantin für den NDR. Dann werden wir alles übernehmen. Einfach ja, die Frauen. Finde ich. Oder hat man ihn dann schon... Die Intendantin ist ja noch nicht so weit, ne? Er ist auch nicht, glaube ich, so ein attraktiver Job. Aber so 2 Tagesthemen... Oder auch repräsentativ. Ja. Auch. Ja, gut, viel können sie auch nicht machen, oder? Man kann viel rumreisen. Für überteuertes Geld irgendwelche Loser wegkaufen irgendwo, aber... Ansonsten haben Sie als Intendant kaum Möglichkeiten. Das war schön, dass Sie bei uns waren am
18. April ist die nächste Sendung. Gibt es ja schon ein großes Thema aus den 190er Nummern? Ja, wir wollen mal gucken, wem Deutschland wirklich gehört. Wir haben nämlich einen enormen Schuldenberg. Aha, ja. Das ist aber ich interessant. Ich habe mir vorhin die Zahl geben lassen, ich habe sie mir auch aufgeschrieben, weil ich sie mir nicht merken konnte. 1.226.000.000 Schulden. Ja. Das geht wir wollten doch mal wissen, wo wir Schulden haben. Einen Teil können Sie hier im Sender nachfragen. Alles Gute, schönes Wochenende. Anja Reschke, meine Damen und Herren, gleich Pet Shop Boys. Boys, home and dry. Thank you very much. Have a nice weekend. Thank you very much. Have a nice weekend. Please come back. Release das Album Home and Dry, the single. Tschüss.